Markus Deibler ist bei mir 100 Meter Lagenweltmeister auf der Kurzbahn. Du hast sehr viele Großereignisse mitgemacht. Als du 18 Jahre warst, da bist du nach Peking mitgefahren zu den Olympischen Sommerspielen. Das war 2008, 2012, 4 Jahre später dann London. Also zwei Olympische Spiele hast du mitgemacht. Wie ist das auf so einem Großevent? Was unterscheidet den von allen anderen Sachen? Oder eben gar nichts, weil ihr sowieso nur im Becken seid. Ja, nee, das Gute an Olympischen Spielen ist halt vor allem für uns Schwimmer, also gut, es ist ja quasi eine WM für alle olympischen Sportarten. Und das Gute für die Schwimmer ist, dass sie in der ersten Woche dran sind und ihre Wettkämpfe haben und in der zweiten Woche dann frei haben. Und da dann eben sich andere Wettkämpfe angucken können und noch viele andere tolle Sachen machen können, was sie so jetzt vor den Wettkämpfen nicht machen würden. Und doch, das war schon zwei Riesenerlebnisse. Ich habe 2012 mehr genießen können auf jeden Fall als Warum? Weil du 2008. älter warst oder Ich weil du glaube einfach, schon. weil ich älter war. Also es war beides top organisiert. Es waren in Peking ja eigentlich noch krassere Bauten, der Watercube und so. Aber in London, weiß ich nicht, in Peking war ich auch total überraschend dabei. Eigentlich wollte ich mich dafür in die Jugend-Europameisterschaften qualifizieren und dann hatte ich mich aus Versehen für die Spiele qualifiziert. Oh, so ist aber. Und dann habe ich gedacht, gehe ich aber mit. Und war auch cool und ich war so ein bisschen erschlagen einfach von allem, was da ist. Also es gibt ein riesiges olympisches Dorf, wo, weiß ich nicht, 10.000 oder 11.000 Sportler dann wohnen und ja, mega viele Zuschauer, was wir in Deutschland beim Schwimmen auch nicht gewohnt sind. Und aber in London hat es schon Spaß gemacht, da bin ich auch ein paar Mal mehr geschwommen, da bin ich in drei Finals, habe ich teilgenommen und das war schon auf jeden Fall, kann man mal machen. Weil du gesagt hast, in der zweiten Woche habt ihr frei. Was man ja immer wieder liest, ist, dass im olympischen Dorf wahnsinnig viel Kondome verbraucht werden. Das steht tatsächlich wirklich in der Zeitung jedes Mal bei jedem olympischen Spielen. Das muss da ja abgehen wie Schmitz' Katze. Was kannst du denn dazu berichten, lieber Markus Deibler? Ich weiß nicht, ob es nur also eigentlich muss man sich mit Party und so ein bisschen zurückhalten noch die ganze Zeit im Olympischen Dorf, weil es eben Sportler gibt, die auch am letzten Tag noch ihren Wettkampf haben. Deswegen findet eigentlich jetzt zum Beispiel in London alles irgendwo in der Stadt statt. Aber Und es findet statt, das müssen wir jetzt mal festhalten, genau. also jetzt, da habe ich jetzt von Party geredet eigentlich. Ja. Und ich weiß aber auch noch in London, dass zum Teil echt irgendwelche Freiwilligen rumgelaufen sind und Kondome verteilt haben. Also die wurden einem quasi aufgedrängt, die Kondome. Ich weiß nicht, wie viele davon dann tatsächlich verbraucht werden und wie viele einfach. Ich weiß nicht, welche Zahlen in der Zeitung stehen dann, ob Ja, das ich die habe jetzt sind, die natürlich, verteilt werden genau, ich warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. oder Ah, ob das dann habe ich geguckt natürlich wird, wie jetzt. viele, Ja. ob der Müll dann gescannt wird, wie viele. Also ihr habt auf jeden Fall in der zweiten Woche viel Spaß gehabt bei den Olympischen Spielen. Ja, auf jeden Fall. Das halten wir einfach mal fest. Dezember 2014. Wir fahren alle jetzt mit dir noch einmal mental nach Katar, in die Stadt Doha. Dort fanden die Kurzbahn-Weltmeisterschaften statt. Die letzten, die nächsten gibt es Ende dieses Jahres in Kanada. Das heißt, du bist noch amtierender Weltmeister. Hast du, als du in den Flieger da reingestiegen bist, gewusst, ich reiß da unten was in Katar? Nee, überhaupt nicht. Also ich wollte natürlich schnell schwimmen und ich weiß aber auch gar nicht mehr, ob ich wusste, dass ich richtig fit bin. Und ich war totaler Außenseiter. Also eine Medaille wäre ein Riesenerfolg gewesen schon. Und so, wenn alle so ihre Bestzeiten geschwommen wären, also ihre persönlichen Bestzeiten, dann wäre ich so um fünften Platz rum gewesen. Haben sie aber Deswegen, nicht. ja, doch haben sie schon, aber ich war eben noch schneller. Okay, ja. Und Auch ein das, guter Trick. also das ist davor immer schwer abzusehen, wie. Das ist auch ein bisschen das Aufregende als Sportler, dann bei jedem Wettkampf, man versucht sich natürlich möglichst gut vorzubereiten. Und mir zumindest ging es so, dass wenn ich hinfahre zum Wettkampf, dann weiß ich noch nicht, wie schnell ich dann sein kann. Und das ist dann immer die größte Aufregung eigentlich vor dem ersten Start dann. Wenn ich den ersten Start geschwommen bin, dann kann ich ungefähr schon absehen, wie die anderen Starts werden, wie fit ich bin. Aber das wusste ich da auch überhaupt nicht. Und da war es aber auch so, dass ich wobei das Witzige ja in Doha war auch. Und das ist jetzt ja gerade wieder aktuell mit der Doping-Problematik, vor allem in Russland. Da kam gerade auch so eine ARD-Doku raus. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber da ging es vor allem um russische Leichtathleten, die selber zum Teil sagen, wenn sie auspacken, ja, mindestens 90% sind gedopt von uns. Das kam dann raus, während wir bei der WM waren und mich schockt es jetzt nicht tierisch. Also, das kann ich mir denken. Ich bin nicht nur so naiv und denke, fast alle jetzt im internationalen Schwimmsport sind sauber. Deswegen habe ich es mir angeschaut, dann das war am Abend vor dem Vorlauf. Also es gibt ja dann bei internationalen Großevents einen Vorlauf, da kommen die 16 Besten ins Halbfinale und dann kommen die 8 Besten ins Finale und da geht es dann um die Medaillen. Und am Abend vor dem Vorlauf kam das raus auf ARD und ich habe es dann geguckt da im Livestream und dann war ich im Vorlauf Dritter hinter zwei Russen.
Und da habe ich gesagt, okay, die knack ich herzlichen Glückwunsch. ja, also dann gab es ja noch das Halbfinale, da weiß ich dann gar nicht, wie viel da ich war. Aber ja, am Ende war ich dann zum Glück vor beiden Russen, ja. So, die finale Minute, ich habe mir die nochmal angeschaut, kann man ja jetzt nochmal sich wunderbar angucken. Witzigerweise war es auch ein russischer Sender, den ich auf die Schnelle gefunden habe, da im Netz. War ja mega laut. Wie ist das, wenn ihr da zu diesen Startblöcken hingeht? Da ist ja ein Tohuwabohu in dieser Halle. Seid ihr so, bist du so im Tunnel, dass du das überhaupt nicht mitkriegst, weil man sich so wegkonzentriert? Oder was kriegt man eigentlich mit von der Stimmung in der Halle? Doch, also ich kriege das schon mit. Also ich weiß nicht, ob Leute da wirklich so im Tunnel sind, dass sie gar nichts mehr mitkriegen. Ich habe das immer auf jeden Fall mitgekriegt. Und ich bin dann einfach aufgeregt vorm Start, aber da habe ich auch dann, brauchte ich eigentlich nicht, aber ich musste dann manchmal auch aktiv dafür sorgen, dass ich aufgeregt bin, weil wenn ich nicht aufgeregt bin und wirklich heiß drauf bin und da richtig Bock drauf habe, dann kann ich es gleich auch bleiben lassen, habe ich eben über die Jahre festgestellt. Deswegen, ich bin einfach aufgeregt und bin angespannt und will dann auch loslegen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie Lampenfieber von, was manche Moderatoren haben sollen vor irgendwelchen Bühnen. Einfach Aufregung vor dem Start. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Genauso wird's. So, jetzt steht, dann wird wunderbar zu sehen, man geht ihr auf die Startblöcke, also ihr seid auf den Startblöcken, dann wird schlagartig ruhig in der Halle, damit wahrscheinlich alle den Startschuss hören. Da steht dann jemand und winkt so, jetzt müsst ihr alle mal eure Klappe halten oder wie, warum werden plötzlich so viele Leute ruhig? Also, na, die meisten sind ja in der Halle, um den Sport anzugucken. Ach so. Und die kriegen ja dann mit, wenn es losgeht. Und ja, die haben es wahrscheinlich die meisten auch schon mal gesehen und wissen, dass das ruhig sein muss beim Start, weil alle Sportler das nur übers Gehör wahrnehmen. Okay. Wie scheiße ist eigentlich ein Fehlstart beim Schwimmen? Ja, das ist sehr scheiße, weil es gibt keinen, also es gibt nur einen Start. Man ist raus. Einen Fehlstart und das ist vorbei. Okay. Hast du das in deiner Karriere schon ein paar Mal fabrizieren müssen, oder? Ich habe es mal gemacht. Ich kann mich jetzt spontan an einen erinnern. Das waren meine ersten süddeutschen Meisterschaften, was so mit 10, glaube ich, ist. Und dann der erste große Wettkampf, wo man eben dann echt mal schon 2 Stunden irgendwo hinfährt, um da dann zu schwimmen. Und da war ich sehr gut und habe dann, ich glaube, beim letzten Rennen einen Fehlstart gemacht. Also bin reingeplumpst und dann durfte ich gar nicht mehr mitschwimmen. Und das hat mich dann um Sieg gekostet, also in so einem Mehrkampf um Sieg gebracht. Und das weiß ich noch, das war ziemlich hart an für mich. Ne? Kann ich mir vorstellen. Da sind alle gleichzeitig gestartet bei dem WM-Finale, da gab es keinen Fehlstart, ne? Genau. 100 Meter Lagen heißt 25 Meter erstmal Schmetterling schwimmen, dann gibt es Brust, dann gibt es Rücken, nee, erst Rücken, nee, Brust, was? Also Schmetterling, also Delfin. Genau, Schmetterling, dann Rücken kommt, Rücken und dann kommt Brust. Dann Brust, dann Kraul. Freistil. Ja. Freistil ist Kraulen dann, ne? Genau. Ja. Was gibt es noch? Gibt es noch einen anderen Freistil eigentlich? Nee. Nee, Freistil heißt eigentlich, man darf schwimmen, was man will, aber die meisten schwimmen dann Kraul, weil das das Schnellste ist. Oh ja, okay. Ja, weil ich eben auch überlegt habe, was könnte man sonst noch schwimmen, aber mir fiel da jetzt auch auf die Schwimmen. Ja, man könnte ja alle Schwimmarten schwimmen. Man kann, also aber man ihr dürft doch, man aber muss die nicht drei davor schwimmen. Dürft ihr nicht mehr machen, die drei Schwimmarten davor, oder? Die ihr schon geschwommen habt? Nee. Also beim Lagenschwimmen bin ich jetzt fast überfragt, habe ich mir die Frage gestellt. Aber ich glaube, das heißt auch Freistil. Also eigentlich bei Freistil darf man schwimmen, was man will. Ja. Und man muss nicht mal so eine Lage schwimmen, sondern man darf irgendwie aufs Wasser eindreschen und vorwärts kommen. Aber es hat sich halt schon, glaube ich, herausgestellt, dass Kraul das Schnellste ist. Und Wenden sind, glaube ich, ganz wichtig. Gerade beim 25-Meter-Becken, ihr müsst ja dreimal wenden. Dann kriegt man auch gleich eine Schubrakete, wenn das gut funktioniert. Merkst du oder hast du in dem Rennen gemerkt, ich bin echt gut in der Zeit und die anderen sind nicht so gut? Auf jeden Fall. Also ich bin da volles Risiko gegangen. Die Wenden sind extrem wichtig, vor allem bei 100 Lagen. Das dauert dann 50 Sekunden am Ende. Und da ist es einmal, also bei Delfin zum Beispiel, bei der ersten Bahn muss ich es eben abpassen, dass ich, wenn ein Zug zu Ende ist, dass dann direkt die Wand da ist. Ich kann nicht dann noch irgendwie einen halben Meter angleiten, das kostet viel zu viel Zeit. Und das habe ich im Halbfinale noch nicht perfekt hinbekommen und dann bin ich halt Risiko gegangen und habe einen Delfin-Kick mehr gemacht beim Start und war dann ja ein Stück weiter vorne und habe ich gedacht, müsste dann eigentlich passen und hat dann auch gepasst. Und also ich sehe auch zumindest die Gegner, die relativ nah bei mir sind. Also wenn ich jetzt auf Bahn 5 bin, dann sehe ich den auf Bahn 1 vielleicht nicht, aber sonst die neben mir sehe ich, weil wir haben ja auch so Brillen, das spiegelt das alles ein bisschen. Das heißt, man muss nicht den Kopf drehen, um alles eigentlich um einen rum zu sehen. Und das habe ich dann schon wahrgenommen. Ich war dann nach der zweiten Bahn, also Ryan Lochte und Michael Phelps sind ja so die US-Schwimmer, die alles in Grund und Bogen schwimmen. Und Ryan Lochte war neben mir. Und ich weiß, dass er auf den ersten 2 Bahnen extrem schnell ist und auf den zweiten 2 Bahnen eigentlich ich schneller bin. Und ich habe dann eben nach 2 Bahnen gesehen, ich bin fast gar nicht hinter ihm. Und das hat mich dann natürlich nochmal beflügelt, weil dann habe ich gedacht, ja, jetzt
Jetzt pass mal auf. jetzt komme ich, hat er sich gedacht. Welche Lage schwimmst du denn am liebsten eigentlich? Na, ich schwimme am liebsten eigentlich Kraul. Du schwimmst am liebsten Kraul. Und dann hast du angeschlagen am Beckenrand und warst tatsächlich der Erste mit 50 Sekunden und 66 Hundertstel. Und warst zum Russen, der zweitplatziert war, Reinlocht ist in Anführungszeichen nur Dritter geworden, 15 Hundertstel schneller. Was ist dir als Erstes aufgefallen? Dass du Erster bist oder dass du auch noch einen Weltrekord geschwommen hast? Ja, als Erstes habe ich schon gesehen, dass ich Erster bin. Und ich habe mich dann aber, also da gibt es ja dann eine riesen Anzeigetafel, wo die Zeiten stehen. Und da habe ich dann natürlich auch direkt drauf geguckt und dann leuchtet auch direkt daneben, also es geht automatisch WR auf. Und das hat mich dann in dem Moment schon ein bisschen überrascht, ja. Aber gibt dir nichts Geileres, ne? Ist doch... Nee, das war ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Also für mich waren auch die schönsten Erfolge auf jeden Fall immer die unerwartet waren. Also da war ich voll aus... Das war der größte davon dann. Also das war total unerwartet für mich. Das hat keiner mitgerechnet, ich selber auch nicht. Und das ist halt, wenn ich als Weltrekordler hinfahre, dann muss ich gewinnen, dann ist alles in Ordnung und wenn ich verliere, habe ich verloren. Und wenn ich halt als Fünfter oder so hinfahre und dann mit Weltrekord gewinne, dann ist es eine echt coole Sache. Deswegen, also das war in der ganzen Karriere eigentlich so immer, wenn man sich wirklich ein Stück steigert, am besten hat da keiner mit gerechnet, dann war es am schönsten. Jetzt ist ja deine Medaille in Biberach bei der Mama und beim Papa. Wir haben aus dem nächstliegenden Kaugummiautomaten tatsächlich hier noch eine Medaille rausfischen können. Da steht auch Winner drauf, damit du wenigstens in Hamburg irgendwas hast, was du anhimmeln kannst. Weil ich finde das nämlich super, dass du unser aktueller Schwimmweltmeister bei den 100-Meter-Lagen bist. Und die ist jetzt wirklich Markus Steigler. Ich finde ihn geil.